Anna-Marie hat Angst. Die Kleine bettelt ihren Peiniger an, sie nicht mehr zu schlagen, ihr nicht mehr weh zu tun. Aber er macht einfach weiter und missbraucht das achtjährige Kind. Anna-Marie weint, aber sie kann sich nicht wehren, denn sie wurde gefesselt. Jetzt stopft der Mann ihr einen Knebel in den Mund. Flehend schaut Anna-Marie ihrer Mutter in die Augen, aber die hilft ihr nicht. Sie steht einfach daneben und schaut zu, wie ihre Tochter vergewaltigt wird. Von ihrem eigenen Vater. Serial Killers, Folge 28, Frederick Walter Stephen. Frederick Walter Stephen West wurde am 29. September 1941 in Herefordshire in England geboren. Familie wurde großgeschrieben bei den Wests. Die Eltern Walter und Daisy hatten Fred und seine 6 Geschwister lieb. So lieb, dass Fred erst sehr viel später verstehen würde, dass es nicht normal war, was hier geschah. Sein Vater vergnügte sich mit Freds Schwestern. Fred selbst war 12, als er entjungfert wurde, von seiner eigenen Mutter. Und als sein Vater ihm zeigte, wie Fred seine Schwestern vergewaltigen sollte. Fred wollte weg. Von seiner Familie und von seinen Lehrern. Er war 15, als er die Schule ohne Abschluss verließ. Und er war 17, als er den ersten von einer Reihe von Unfällen hatte, die sein Leben für immer verändern sollten. Er verunglückte mit seinem Motorrad, erlitt Armbrüche, Beinbrüche, einen Schädelbruch und fiel für eine Woche ins Koma. Seit den Operationen hatte Fred ein verkürztes Bein. Und seit er wieder aufwachte, litt er an unkontrollierten Wutausbrüchen. Der nächste Unfall passierte 2 Jahre später. Fred fiel von einer Feuerleiter und war 24 Stunden ohne Bewusstsein. Sein Gehirn nahm weiteren Schaden. Er war 20, als er wegen sexueller Belästigung seiner 13-jährigen Schwester verurteilt wurde und 21, als er Rena Bernadette Castello traf, eine Prostituierte, die schwanger war von einem anderen Mann. Fred heiratete sie und zog mit ihr nach Schottland, wurde Stiefvater ihrer Tochter Charmaine und schenkte ihr noch ein weiteres Kind, Anna-Marie. Fred war umgeben von Kindern, auch in seinem Beruf. Als Eisverkäufer zauberte er ein Lächeln auf ihre Gesichter, wenn er mit seinem Eismobil durch die Straßen fuhr. Ein 4-jähriger Junge lachte nicht, als der Kühlergrill des Eistrucks ihn traf. Er war sofort tot. Es war Freds 3. Unfall und der Anfang einer dunklen Zeit. Fred flieht vor den Behörden. Er beginnt eine Affäre mit der 17-jährigen Anna McFall, einer Freundin seiner Frau, und zieht mit den beiden, seinen Töchtern Charmaine und Anna-Marie und einem Kindermädchen in einen Wohnwagen in Gloucester, England, ganz in der Nähe seines Geburtshauses. Dort spielt er mit den Frauen sadistische Spielchen. So lange, bis Rena ihn verlässt. Zusammen mit dem Kindermädchen flieht sie zurück nach Schottland. Fred bleibt zurück, mit seiner Affäre Anna und seinen Töchtern Charmaine und Anna-Marie. Anna wird schwanger, aber sie wird ihr Kind nie gebären. Denn als sie im 8. Monat ist, wird Fred zum ersten Mal Mörder. Er tötet sie, zerstückelt ihre Leiche und vergräbt die Überreste in einem Feld in der Nähe des Hauses seiner Eltern. Aber Fred bleibt nicht lange allein, denn plötzlich tritt Rose in sein Leben. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Rosemary Pauline Letts ist 16 Jahre alt, als sie zu Fred in den Wohnwagen zieht. Die beiden teilen nicht nur das Bett, sondern auch Erlebnisse in der Kindheit. Rose wurde ebenfalls missbraucht. Von ihrem Vater. Die beiden heiraten und ziehen mit Freds Töchtern in eine gemeinsame Wohnung. Dort wächst die Familie weiter. Die beiden bekommen die gemeinsame Tochter Heather und ziehen in ein Haus in der Cromwell Street 25. Aber der Unterhalt ist teuer. Fred arbeitet inzwischen als Schlachter, doch der Job wirft nicht genug ab. Also muss auch Rose etwas verdienen. Als Prostituierte. Fred baut das Dachzimmer aus. Hier oben empfängt Rose von nun an ihre Freier. Eine rote Lampe vor der Tür signalisiert den Kindern, dass Mama nicht gestört werden will.
Kleine Löcher in den Wänden sind für Fred bestimmt, denn er beobachtet seine Frau bei der Arbeit. Die beiden lieben sich sehr und doch stört es Fred nicht, dass Rose mit einem ihrer Freier besonders oft schläft, ihrem eigenen Vater. In den kommenden Jahren gebärt Rose insgesamt 7 Kinder. Nicht alle sind von Fred. Als der 1970 wegen kleinerer Vergehen ins Gefängnis muss, ist Rose mit ihrem Job allein. Mit ihrem Job und mit den Kindern. Es wird zu viel. Vor allem die ältesten Mädchen werden zur Belastung. Rose beginnt sie zu schlagen. Als Charmaine sich weigert zu weinen, schlägt Rose sie härter. Immer härter. Bis sie stirbt. Als Fred aus dem Gefängnis kommt, hilft er seiner Frau, seine Stieftochter zu zerkleinern und in der Erde Gloucesters zu vergraben. Als kurz darauf überraschend seine Frau zu Besuch kommt, um ihre Tochter mit zurück nach Schottland zu nehmen, muss auch sie sterben. Auch ihre Leiche wird zerteilt und im Boden Gloucesters vergraben. Im Dachzimmer der Cromwell Street 25 leuchtet weiter die rote Lampe, während Rose ihre Freier empfängt und Fred unten im Keller werkelt. Hier entsteht eine Folterkammer, die später dem Haus seinen Namen geben soll. House of Horror. Hier werden junge Frauen Minuten und Stunden erleben, die sie für den Rest ihres Lebens zerstören, wenn sie das Martyrium überleben. So wie Anna Marie, seine Tochter, inzwischen 8 Jahre alt. Fred fesselt und knebelt das Mädchen, bevor er sie brutal vergewaltigt. Rose steht daneben und schaut den beiden zu. So wie Caroline Owens, das 18-jährige Kindermädchen, das fliehen kann. Sie zeigt die beiden an, zieht ihre Anzeige aber kurz vor der Verhandlung zurück. Um ihr Strafmaß zu mindern, bekennen die West sich dennoch schuldig. Sie müssen eine Strafe zahlen. 50 Pfund. 1979 wird Freds Tochter Anne Marie von ihm schwanger. Sie treibt ab und verlässt die Familie. Also vergeht sich Fred an einer anderen Tochter, Heather. Er tötet sie nicht. Noch nicht. Und die Mordserie geht weiter. Zwischen 1973 und 1975 sterben im House of Horror 6 junge Frauen. Im Jahr 1978 2 weitere. Einigen von ihnen umwickeln die Wests den Kopf mit Klebeband. Zum Atmen stecken sie ihnen Röhrchen in die Nase. 1987 stirbt schließlich Heather. Sie macht sich über ihren Vater lustig und bezahlt es mit dem Leben. Alle enden sie geschunden und zerstückelt in der Erde Englands. Bis 1992 ein Opfer endlich spricht. Louise, eine weitere Tochter Freds, bei deren Vergewaltigung er sich selbst filmte, erzählt in der Schule von der Tat. Fred und Rose werden verhaftet. Das House of Horror wird durchsucht. Und der Boden, auf dem es steht. Der Radius wird immer größer. Die Ermittler öffnen Rasenflächen, Gärten und Felder und finden die schreckliche Wahrheit unter dem Boden von Gloucester. 1994 wird Fred wegen 12 und Rose wegen 10 Morden angeklagt. Kurz vor dem Prozess erhängt sich Fred in seiner Zelle. Rose wird zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt bis heute im HM Prison Low Newton. Das House of Horrors wird abgerissen. Die Steine und Balken werden aus Angst vor Souvenirjägern zu Staub zermahlen.